Ey. Nee, oder? When I came to my senses, I lost all hope. Ich kämpfe mich durch, keine Ahnung, 3000 Leute. Let's shoot this red spy and be done with it. Shouldn't we call the Gestapo? Gestapo. It'll take them forever to get here from Reich. Who'll watch this peak till then? Ouch. Good point. All right, you red scum. Offer a prayer to your Marx or whoever. Hey, maybe if you beg, we'll think about killing you quickly. Oh. Sehr elegant. Wirklich äußerst elegant. You know, one thing I like about the bad guys, there's always a lot of discussion before they get around to pulling the trigger. Oh, danke schön. Die sehen aus wie Ranger. You owe me one, kid. You don't look like a rat. Who the hell are you? That's Hunter's token. I'd better take you to Miller. Whatever message you have, save it for him. Okay, let's move to the armored car. Nächstes treffen wir auf Leute, die... Okay, Pavel, here's the plan. You'll take him in the armored car to our real car. After that, we'll be real close. Just a hall and the black station. And what about the mission? Hey, Miller will hand you a medal if you bring news from Hunter. I'll handle the mission myself. Let's meet up at the black station. You be careful out there. Die sind schon tot. Scheinbar habe ich hier welche, die richtig was drauf haben, ja? You should man the turret. It'll be harder to see you that way. I hope you know how to operate a machine gun, kid. Ja, ja. Nicht überhitzen lassen. Good luck to you. Ich will mal mit dem Bärtigen gehen. Ja, wie bewege ich das Ding? Ah, mit A und D. We'll try to get past the roadblocks quietly. Keep your cool and they might overlook the fact that we're standing in for the crew. If it all goes to hell, just do as I say. Okay, jetzt sitzen wir also in einer Dresine, einer motorisierten Dresine mit Geschütz. Wieso? Na super. Ich kann die Hupe bedienen. Ist ja genial. Hört sich eher an wie eine Vuvuzela als eine Hupe. Ob die Nazis merken, dass sie nicht ihre eigenen sind, wie wir so machen? Scheinbar nicht. What are you doing out here? This vehicle is not on the transport schedule. We've been sent to the forward roadblock, Herr Officer, to deliver the ammo. They've already received the ammo shipment. Who are you? Raise your eye shield. Stop! Alarm! Manual vehicles! Oh, super. Artyom, get ready! Fire at will! Ernsthaft? Na, toll. Come on. What? Hopp da. Okay. So. Ach, schon wieder? War doch gerade erst einer. Hey.
Und du wirst dran glauben. Hä? Was ist denn da jetzt passiert? Oh, das ist super. Gehen ja besonders, das Ding hält anscheinend nichts aus. Okay, also sobald ich den Geschützturm in die Luft sprenge, ist alles passé. Alles kommt schon, Leute. Kommt. Los, weg da. Hey, ja. Geht das so? Okay. Was? Wo? Wo? Oh. Schwierig. Ein schwieriges Level, wie ich gerade sage. Hey, was geht denn hier ab? Langsam keinen Spaß mehr. Hab ich doch gerade gemacht, oder? Geht doch. Deshalb habe ich gesagt, ich will lieber bei dem Bärtigen bleiben. Oh nee, ey. Jo, kannst du vielleicht ein bisschen schneller fahren? Oh nee, oder? Oh mein Gott! It's a Panzer! Ja genau, da fliegen die Fetzen. Ja, ey. Kannst du dich eigentlich nochmal entscheiden? Kommt da ja nicht. Oh Gott, ist ja super. Oh fuck, der fährt ja weiter. Nein, ich bin meine Geister auf. Hopp. Hau ab! Ja, super. Wo geht's jetzt für uns hin? Oh! Barely got away!
Krass, was muss... Ja, genau, wie soll ich das Ding jetzt irgendwie kaputt machen? Welche Stützen? Ey, cool! Endlich mal, wir kommen ja weiter! In der Moskauer Metro, ja? Und irgendwie funktioniert, glaube ich, für uns noch ein einziges Licht, und zwar das rechte. Nun, wo geht's jetzt lang? Sieht arg verfallen aus. Ja. Wo Skelette sind, sollte man langfahren. Und wenn jetzt hier das Kapitel endet, mache ich erstmal einen kurzen Cut, weil die Folge etwas länger ist. Geht's hier weiter, oder? Okay. Sieht total geil hier aus. Hier möchte ich doch mal Urlaub machen, so. Anscheinend geht's hier... Ich mache trotzdem mal eben einen Cut und sehen uns dann gleich wieder.